Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Etwas verspätet von mir noch ein frohes neues Jahr erstmal. Ja, die Wetterlage, die ist verzwickt. In den kommenden Tagen, es werden uns Niederschlagsgebiete überqueren. Teilweise fällt Regen, Schneeregen, aber auch Schnee wird ein Thema werden. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen, besonders erstmal für den Sonntag. Wir sehen die Wetterlage am Sonntag. Das zentrale Tiefdruckgebiet, das steuernde Tief, liegt so über Italien, über dem Mittelmeer. Ja, und dann lenkt es etwas mildere Luft, besonders in der Höhe, Richtung Deutschland. Die schiebt sich über kältere Luft und das löst eben Niederschläge auf. Und wir haben ein blockierendes Hochdruckgebiet über Nordeuropa. Dazwischen strömt eben diese feuchtere Luft aus Südosten Richtung Deutschland. Wir schauen uns mal direkt die Wetterkarte für den Dienstag an. Denn da sehen wir an der großräumigen Wetterkonstellation, da wird sich gar nichts großräumig ändern. Wir haben aber noch ein paar Tiefdruckgebiete, dann zwei Tiefs über Osteuropa. Und wie stark die Richtung Deutschland drängen, da sind die Wettermodelle doch sehr unterschiedlich, inwieweit uns dann noch Niederschläge erfassen und besonders ob Regen, Schneeregen oder Schnee fällt, eine wirklich schwierige Vorhersage in den kommenden Tagen. Wir blicken mal auf den Sonntag, wie sich das darstellen wird und zwar werden schon in der Nacht dann aus Südosten her Niederschläge meistens als Schnee übergreifen, so auf den Süden schon, im Süden wahrscheinlich nicht allzu viel, ein bisschen Geflöckel, ein bisschen Schnee. Ausgeprägter werden die Niederschläge sein im Ostteil, das heißt schon auf Sachsen auch, teilweise bis nach Thüringen greifen schon bis zum Morgen Schneefälle über und tagsüber legt sich dann dieses Band mit Schwerpunkt von Brandenburg und Berlin rüber, so über die Landesmitte. Wie gesagt, nach Südwesten und Süden hin eher geringere Niederschläge, da flockt es nur mal ein bisschen, aber eben stärker ausgeprägt, so Richtung Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen, nachmittags dann auch rüber, so bis nach Nordhessen, bis so etwa in die zentralen Mittelgebirge herein. Im Nordteil, im Nordbereich eher der Regen und Schneeregen und dann ein Übergang, durchaus möglich, sehr unterschiedlich noch in den Wettermodellen, ob es eben vor allem so Richtung Brandenburg und Berlin auch ein Übergang in Schneeregen erfolgt. Hier wirklich dann auch die ergiebigsten Niederschläge und da kann eben der Schnee dann durchaus auch liegen bleiben, dass es doch einige Zentimeter Neuschnee geben wird. Und dazu schauen wir uns jetzt dann mal die Karte mit den prognostizierten Schneehöhen für den Montagmorgen an. Da sehen wir ganz gut, insbesondere in Brandenburg und Berlin, da deutet sich eine Schneedecke an, aber auch rüber. Möglicherweise bis nach Sachsen noch, dann rüber Thüringen, Sachsen-Anhalt bis in die Landesmitte. Mitte Nordhessen durchaus einige Zentimeter Neuschnee. Ihr seht auch weiter nach Nordwesten und Norden hin im Tiefland eher eine nasse Geschichte, selbst wenn mal Flocken dabei sein werden. Da wird nicht allzu viel liegen bleiben. Ebenso das Tiefland auch nach Südwesten hin eher keine Schneedecke. Jetzt schauen wir uns mal die Prognose direkt für den Montag an, denn da geht es so ähnlich weiter. Es werden uns Niederschlagsgebiete, meistens nur noch so leichte Niederschläge, überqueren von Osten her Richtung Westen und nach Süden und Westen hin. Ja, und da wird im Nord Teil eher der Regen fallen. Im Südteil, da wird es Schneeregen und Schnee sein und da kann es immer wieder auch weiße Überraschungen bis in tiefe Lagen geben. Wir schauen uns jetzt mal an die Prognose für die Schneehöhe für den Donnerstag. Donnerstagmorgen, denn da wird es so weitergehen. Niederschläge aus Osten überqueren uns Richtung Westen und da wird doch angedeutet, dass es dann bis Donnerstag, insbesondere in der großen Landesmitte, da besonders eben eine Schneedecke sich auch bilden kann. Das heißt vor allem eben so in Nordhessen, im südlichen Niedersachsen, die zentralen Mittelgebirge bis nach Thüringen, möglicherweise Brandenburg, Berlin und Sachsen auch noch dabei, dass es da eben eine Schneedecke gibt. Je weiter man nach Norden kommt, ihr seht, hier sind auch Signale vorhanden von Nordrhein-Westfalen rüber so bis nach Niedersachsen teilweise oder Schleswig-Holstein, Hamburg. Da würde ich äußerst skeptisch sein, ob es hier wirklich wie in der Berechnung reichen wird. Weiße Überraschungen sind aber nicht ausgeschlossen. Diese Schneehöhenkarte findet ihr auch bei uns bei Kachelmann Wetter. Das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Ich will euch zum Schluss auch noch zeigen, weil die Sache ja so verzwickt und unsicher ist, am besten immer die Wetteranalyse schauen. Wie ein Radar, das ist hier ein Beispiel, da wird unterschieden zwischen Regen, Schnee, Schneeregen, immer aktuell, alle 5 Minuten aktualisiert. Auch das werde ich euch hier oben mal verlinken, da kann man die Lage einfach morgen direkt verfolgen. Wo zieht was auf sozusagen? Ich wünsche euch damit erstmal ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis bald und ciao.